Hallo Leute, und wie ihr nämlich sehen könnt, müssen wir jetzt nach oben und nämlich Rayquaza um Hilfe bitten. Er soll nämlich den Stern zerstören, ansonsten sind wir alle tot. Und ja, ich sitze gerade, es ist ziemlich warm, heute ist nämlich ziemlich warm. Ich fand, um ehrlich zu sein, letzte Woche viel angenehmer, so in Richtung 20 Grad, jetzt ist schon Richtung 30 Grad, ja, mein Körper hält das irgendwie nicht stand. Und ja, aber vorerst, bevor wir nämlich das hier machen, möchte ich noch das hier komplettieren und ja, bisschen leveln. Haben wir eigentlich alles dabei? Ich glaube nicht. Nee, wir sind nur zu zweit. Ich hole erstmal Palim Palim. Und ja, ich habe meine Sitzposition geändert. Ich hoffe, die Mikroqualität ist jetzt deutlich besser, also besser als vorher. Vorher war es auch ganz gut. Also ich muss schon sagen, Mikro ist nämlich ganz gut. Ich hoffe, dass es jetzt deutlich ist. Irgendwie verwechsel ich immer die Zahlen. Die Zahlen, die Tasten. Was? Ja, ich bin auch ein bisschen müde. Ich hoffe, es ist okay. Das kann ja umso lustiger werden. Ja, gut. Palim Palim haben wir mitgenommen. Wir gehen erstmal ins Dojo. Und ja, level ein bisschen. Kann sein, dass wir ein bisschen overlevelt sind, aber ich dachte, Groudon wäre gefühlt stärker. Ich meine, wir sind hier auf... Nicht geben. Wir sind hier jetzt auf Level 30. Ja, 30 ist jetzt nicht so extrem hoch. Aber vom Gefühle ist man im Midgame doch immer so circa Level 50 oder 40. Aber wir sind ja auf Level 30. Hm, vielleicht hatten wir ein bisschen Glück. Wer weiß. Aber nun ja, wir gehen jetzt einfach mal die restlichen Sachen. Wir sind nur 6 Stück, also es ist nichts. Ich kann noch ein bisschen Speed uppen. Und ansonsten sollten wir es eigentlich ganz locker schaffen. Jetzt sind wir im Giftort. Hier, zack, 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 zack. Ja, bei denen kann ich eigentlich nur nochmal angreifen. Die sind instant tot. Wir kriegen nur 13 Erfahrungspunkte. Das ist total wenig. Und das ist auch vollkommen okay, wenn es wenig ist. Denn wenn es nämlich wenig ist, dann müssen wir auch eigentlich sehr schnell fortankommen. Hier, sehen wir schon. Nächste Ebene und jetzt schon Bosskampf. Oder auch nicht. Stimmt, es hat nur 3. Genau, es hat nur genau 3 Ebenen. Beziehungsweise, also, Untergrund. Ja, Pikachu, machen wir Donnerblitz. Donnerblitz ist nämlich stärker. Meine Angriffe sind richtig stark, wenn der Gegner defensive down ist. So, Gifttraining. Yay, 4 Mons. Ja, Palim Palim kann die restlichen eigentlich auch besiegen. Hier. Bisschen Speed uppen. Lol, das wollte ich nicht. So, bam. Die sind tot. Die waren richtig schwach. Du bist würdig. Und noch dieses Lied. So, machen wir weiter. Also, Gift war sehr schwach. Wir hatten schon zum Beispiel Feuertraining. Da hatten wir fast 300 Erfahrungspunkte gekriegt. Wahrscheinlich ist Käfer jetzt auch nicht so schwach. Ja, irgendwie stärker als Gift. Normalerweise müsste Käfer ganz unten sein. Normalerweise bei den Pokémon, die es hier momentan gibt. Ich meine, Mega-Pokémon gibt es momentan nicht. Ich bezweifle, dass wir hier gegen Shirox oder so kämpfen. Oh Gott, das muss jetzt da oben sein. Ernsthaft? Ja, okay. Daran kann nichts ändern. Wir haben eben den falschen Weg genommen. So ist es eben. So, Palippen, du hättest B-Boy locker fertig machen können. Locker mit deinem Zystrahl. So, Hornleo geht auch down. Hat ein Palim Palim irgendwie Attacken oder warum macht er nichts? Oder liegt es gerade nur an mir? Ne, es hat Konfusion, Kraftreserve, Gene. Oh, ja, genau. Genau die Pokémon, die wir auch gekämpft haben. Wir über das mal weg. Wir kriegen normal 76 Erfahrungen. Das ist total wenig. Also, ne, hier. Normalen sogar Pinsel besiegt. Hier, ja, danke, erfolgreich beendet.
bla bla bla, Training und so weiter. Hier noch Gesteinstraining, machen wir eben mal. Ich hoffe, Gestein ist ein bisschen stärker. Wir wollen doch eigentlich ein bisschen leveln. Und in Dojo kann man eigentlich relativ schnell und gut leveln. Ja, eigentlich nur bis 300 Erfahrungspunkte. Mehr kriegt man eigentlich nicht. Oh, da sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ja, es ging eigentlich. So, jetzt noch die anderen Sachen. Ich bin mir mittlerweile nicht sicher, ob wir irgendwas kriegen. Aber ich meine, wir müssten die anderen Teams freischalten. Oder war das eher im Postgame? Kann ja auch sein. Naja, egal. Wir machen das, damit wir es gemacht haben. Vielleicht kriegen wir Abzeichen. Okay, 150 Erfahrungspunkte ist schon mal nicht schlecht. Vor allem gegen Drasche sogar 182 Erfahrungspunkte. Also, muss man schon sagen, es ist wirklich nicht schlecht. Ja, sind auch Drachen. Sollte man nicht unterschätzen. So, wir gehen alle nach vorne. Bam, 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 bam. Wir machen wenig Damage. So, das haben wir auch gemacht. So, next one. Hier, Unlicht. Das sind noch zwei Stück. Die beiden neu eingeführten Typen in der zweiten Generation. Okay, Vivien. Ja, Vivien gibt wenig Erfahrungspunkt, das ist extrem wenig. Okay, die Schlafen geben irgendwie 30. Das ist auch sehr lustig. Also den schlafenden Hunde möchte ich jetzt nicht was antun, aber okay. Das Spiel lässt mir wohl keine andere Wahl. Okay, wir sind schon in dieser Ebene. Ja, das haben wir auch locker geschafft. So. Gut, irgendwie dauernd zurückgeschreckt. Egal, machen wir jetzt Last One. Dann können wir noch ein bisschen vorbereiten, itemtechnisch. Und dann können wir nämlich nach oben. Wahrscheinlich 25 IBen. Ich meine, wie hier Magma-Höhlen-Tiefe, beziehungsweise Magma-Höhle. Dann sind es schon insgesamt fast 30. Ich meine, so insgesamt 27 mit der Magma-Höhlen-Tiefe. Wir müssten eigentlich noch gegen Kyogre kämpfen. Oder war das im Team Blau? Kann ja auch sein. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ja, Tanheel. Bam. Okay, wir haben alles und nichts freigeschaltet. Yay, das nenne ich mal GG. Nun ja, dann haben wir das eben erledigt. Vielleicht müssen wir im Postkampf sowieso alles erledigen. Deswegen, Wayne. So, die Sachen kann ich eigentlich alle behalten. Nur mein TM könnte ich ruhig diskarden oder verkaufen. Was? Ja, ich möchte das hier verkaufen. Ja, eins ist egal. Ich hätte es auch wegschmeißen können. Das ist vollkommen okay. So, dann wollen wir mal gucken. Ich will nicht lagern, sondern ich will nämlich nehmen. Wir haben noch Rotgummi. Royalgummi, Schwarzgummi, Silbergummi. Silbergummi war für Stahl-Pokémon. Wie immer Palimpalim. Ist nicht nee, Goldgummi war das. Gold hat nämlich die Eigenschaft von Psycho-Pokémon. Nee, ich habe eigentlich nichts davon. Elektro habe ich auch nicht. Finde ich aber sehr schade. Ich habe nichts. Okay, Sinnelbeere nehme ich mit. Pyrsophäre nehme ich mit Sicherheit. Belibersam auf jeden Fall. Hier Schlafsam einmal und Top-Elixier brauche ich auf jeden Fall. Apfel? Ein Riesenapfel. Lol, hier sind die anderen Gummis. Was? Azurgummi war... keine Ahnung. Braungummi. So, Braungummi? Boden-Pokémon. Okay, Flora-Gummi ist was Pflanzen-Pokémon. Hier haben wir Gold-Gummi. Nehme ich dann Grüngummi, brauchen wir nicht. Lila Gummi war, glaube ich, Geist. Ja, Lila Gummi war Geist. Orange Gummi war Kampf-Pokémon. Das brauche ich. Dann. Ja. Kein Gelb-Gummi oder so. Schade. Alertoskop war. Okay. Dann wird man eben von Staatsveränderung immun. Das ist auch nicht schlecht. So,
Erstmal hier Gummi fräsen, ne? Erstmal hier alles fräsen. Hier Paul hier besuchen. Geben hier mal Goldgummi. AP-Prüfer, nice. Und Verteidigung plus 1. Das ist Psycho. Das weiß ich ganz genau. Nochmal Spezialverteidigung, Alter. Also Paul wird richtig defensiv. Nochmal Spezialverteidigung. Sowas ist doch richtig cool. Hat Pikachu auch? Da wollte ich jetzt nicht hin. Pikachu? Hast du? Nein. Schade. Dann hätte ich Pikachu so geben können. Dann nehmen wir das einfach mal mit. Das ist auch kein Problem. Apfel, Birsebeere, Riesenapfel, Sinnelbeere. Zweimal Sinnelbeere, einmal Top-Elixier. Ich habe gemerkt, dass wir zu wenig Top-Elixier mitgenommen haben. Wenn das wieder zu viel ist. Deswegen würde ich mal sagen, nehmen nochmal Top-Elixier mit und noch ein Top-Elixier mit 3 Stück. Ich hoffe, 3 Stück reicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Und noch ein Apfel. So, dann können wir 3 Gegenstände einfach so aufheben, aber bis dahin haben wir hoffentlich genug Platz. Geld kann ich auf jeden Fall lagern. Ja, ein Geld ist nämlich ziemlich wichtig. Ich vermute mal, wir wären jetzt soweit, hoffe ich mal. Ich denke schon. Ja, Link brauchen wir gar nicht momentan. Ja, wir müssen rum. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, um hier zu sein. Ja, ich bin bereit. Achso, ich dachte, wir gehen jetzt nach oben. Ich habe mich extra vorbereitet. Na gut. Dann ruhen wir uns nach der Vorbereitung aus. Ich meine, so müsste es ja richtig laufen. Und ich fühle mich furchtbar. Das ist ein Traum. Nicht? Warum? Warum fühle ich mich so schrecklich? Das ist das erste Mal. Wie gefällt dir mein Traumfresser? Fies, was? Aber wer hätte gedacht, dass du ein Mensch warst? Das hat sich nicht erwartet. Aber was soll's? So jemand wie du hat auf keinen Fall einen miesen Charakter. Ich werde dich entlarven. Mein Traumfresser wird herausfinden, was in deinem Herzen ist. Hm? Da kommt irgendwas. Was ist das für ein Licht? Kommt es näher? Okay. Der Schmerz. Er lässt nach. Gardevoir? Gardevoir? Sagst du mir jetzt, wer oder was bin ich? Ja, die Zeit ist gekommen. Warum du hier bist. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß. Du bist hierher gekommen, um diese Welt zu retten. Ich soll die Welt der Pokémon retten? Ich? Ja. Wir hatten erkannt, dass diese Welt auf der Schwelle zur Vernichtung stand. Deswegen haben wir einen Helden gesucht. Doch trotz langer Suche konnten wir keinen Helden finden. Wir waren entmutigt. Und dann stießen wir auf einen Menschen. Perseid. Dieser Mensch warst du. Augenblick mal. Ich? Ein Held? So ein Quatsch. An mir ist nichts Besonderes. Ja. Das hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Du sagtest, du seist nicht stark. Doch wir suchen nicht bloße Stärke oder Macht. Wir suchen wahren Mut. Wahren Mut? Mut? Den habe ich doch viel weniger. Auch das hast du damals gesagt. Und du sagst es noch etwas. Um festzustellen, ob du es wert seist, unser Held zu werden, batest du uns, dich auf die Probe zu stellen. Und nur wenn du dich als würdig erweisen würdest, sollten wir dir die volle Wahrheit sagen. Um deine Rolle mit reinem Geist und Herzen zu erfüllen, wolltest du alle menschlichen Erinnerungen vergessen. Und so wurdest du freiwillig ein Pokémon, um gemeinsam mit deinen Freunden zu kämpfen. So kam es, dass du in dieser Welt gelandet bist. Ich habe das freiwillig getan? Du hast deinen Mut bewiesen. Es ist zweifellos deine Aufgabe, diese Welt zu retten. Und diese Aufgabe nähert sich zu ihrem Ende.
den Mithriden aufhalten, bevor er diese Welt zerstört. Das ist meine Rolle? Ja. Und wenn das vollbracht ist, dann kannst du in deine menschliche Welt zurückkehren. Ah, ich kann also wieder ein Mensch werden. Aber warte mal, das würde ja bedeuten, dass... Ja, das heißt, du musst dich von Dex trennen. Dex, ich muss gehen? Dex fühlt sich dir sehr eng verbunden. Deswegen, wenn du gehen musst, wird es deinem Freund das Herz brechen. Aber das kann man nicht ändern. Es gibt Begegnungen und es gibt Abschiede. Auch ich hatte einst einen teuren Freund. In der Tat, ich habe diese Freundschaft sehr genossen. Doch nun ist mein Freund fort. Noch immer erfüllt mich der Verlust meines Freundes mit Trauer. Doch, wir werden uns wiedersehen. Daran glaube ich. Was war das denn? Wer war das? Offenbar hat jemand in deinen Traum spioniert. Aber keine Angst. Wer immer es war, ist weggelaufen. Alles, was ich spüren konnte, war ein Gefühl der Trauer. Dieses Pokémon. Ich glaube, es weinte, als es weglief. Der Morgen zieht herauf. Oh, wow. Am nächsten Morgen. Tja, nach wie vor, wir müssen die Welt retten. Das ist unsere Aufgabe. Also, meine Aufgabe. Guten Morgen, hast du gute Schlaf? Gut, dann lass es gehen. Besuchen wir die Lüfte. Yay, und Pelipper? Ich vermisse dich, Pelipper. Ich meine, der flappt doch... Oh. Das Lied ist weg. Das hat mir so viel Mut gegeben. Ja, ich bin eigentlich relativ vorbereitet. Vielleicht gibt es hier was? Nee. Dann eben nicht. Ja, was tun? Nach oben? Hm. Ich dachte, ich rede jetzt mit Pikachu und dann kommt ein Teleporter, aber anscheinend müssen wir nur in das übliche... Ja. Hier Auflistung klicken und dann episch irgendwie nach oben fliegen. Ich dachte jetzt so, Teleporter, wir beamen uns nach oben. Keine Ahnung, aber okay, gehen wir einfach mal weiter. Hier, Himmelsturm. Ah, jetzt kommt der epische Teleporter. Ah, gut, dass ihr da seid. Qua? Was ist los? Was macht Sato da? Es ist fast bereit. Das Teleportjuwel. Das Teleportjuwel. Qua, 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 qua. Es ist vollbracht. Es ist einfach vollbracht. Dies ist das Teleportjuwel. Es wird euch in die Welt des Himmels schicken. Nun, nimm es an. Nice. Jetzt können wir einfach so nach oben. Es wurde geschaffen durch die Kräfte der Psyche. Von mir, Simsela und... Oh. Ein Geist-Pokémon, dessen Hilfe wir erhalten haben. Entschwunden, so scheint es. Wer kann das sein? Es ist wohl schüchtern, lass es gut sein. Jetzt muss ich euch ein letztes Mal fragen. Diese Reise wird erhebliche Gefahren mit sich bringen. Wollt ihr dennoch gehen? Sicher werden wir das. Wir müssen quasi bitten, den Fallenstern zu zerstören, nicht wahr? Bringt uns das in Frieden zurück. So gebe ich mein Leben gerne. Das ist mein Wunsch. Ja. Und wenn dieser Wunsch erfüllt wird, Garduo sagte, dann kannst du in deine menschliche Welt zurückkehren. Das wird mein letztes Abenteuer mit Dex sein. Persit, lass uns in Angriff nehmen. Wir zählen auf euch. Dex, Persit. Und Pell? Wir gehen jetzt nach oben.